Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part haben wir uns endlich mit der Frau des Verstorbenen unterhalten können und wie wir sehen können, hat sie Blockaden. Blockaden sind wieder zurück, yay. Und wir müssen jetzt erstmal zeigen oder darüber sprechen, welche Person einen Grund gehabt haben könnte, um ihren Mann umzubringen. Entweder der Gefängnisausbrecher, Lady Kira oder der Rebelle Dirk. Ich glaube, Lady Kira, weil ich mir schon vorstellen kann, wie dann die weitere Argumentationskette verlaufen wird mit dem Brief und sowas. Ich weiß aber nicht sicher, weil ich meine, die anderen beiden haben auch Gründe. Die anderen beiden gehören zu den Defiant Dragons, den trotzenden Drachen dieser Widerstandsgruppe. Und ihr Mann, das Opfer, war ein Hohepriester hier in Kurayin, also ein großer Anhänger vom Kurayinismus oder so. Deswegen hätten die schon auch einen Grund, den umzubringen. Aber ich glaube trotzdem, weil ich mir schon denken kann, wie es weiter verlaufen wird, das Blockadengespräch hier, dass es Lady Kira ist. Also die Person, die sich als Lady Kira ausgibt. It was the Rebel Hunter disguised as Lady Kira. Everyone's talking about her. Ist falsch? I know not of what you speak. Really? Because she even made the front page recently. I am but a humble servant of Lady Kira. What reason would she have to kill someone as insignificant as I? Actually, I have something that just might show why Lady Kira would kill Abbott Inmi. Ja, Phoenix hat tatsächlich etwas, was zeigen könnte, warum Lady Kira den Abt Inmi umbringen würde. Der Drohbrief. Na komm, take that! This is a letter of warning from Lady Kira. Maya found it. It was in the inner sanctum, and only Maya and your husband were there at the time. This letter reached its intended recipient, oder so, your husband, the high priest, didn't it? And how do you know Maya wasn't lying to you? Because I've never seen that letter before, and I doubt my husband ever did either. Sorry, but I have evidence that proves this warning was meant for your husband. Genau, wir haben einen Beweis, der zeigt, dass diese Warnung wirklich an ihren Mann gerichtet war. Das ist genau das, was ich vermutet habe, nämlich hier der Umschlag. Take that! Take that! Aber wie kannst du wissen, dass der Umschlag zu dem Brief gehört? What's that? It's an envelope, addressed to the High Priest. The warning letter was delivered to your husband inside this, wasn't it? What nonsense is this? How can you prove the warning was delivered in this envelope? there's gotta be some way to prove it. Wait a second. Don't the envelope and the warning letter have something in common? I think there just might be something that links the envelope to the warning letter. There is. Yes, and the proof is right here on the warning letter. Okay, ich muss es zeigen. This spot on the warning letter proves that it was delivered in that envelope. Jetzt habe ich gar nicht vorgelesen oder übersetzt. Dieser Bereich zeigt auf jeden Fall, dass dieser Brief hier tatsächlich in den Umschlag geschickt wurde. Und unten steht nochmal, was zeigt eine Verbindung zwischen den beiden. Ja, es ist wirklich genauso abgelaufen, wie ich mir dachte. Ist ja auch die erste Blockade hier. Dementsprechend noch sehr leicht. Habe ich schon alles vorhersehen können. Die Löcher auf jeden Fall. Take that! The three holes in the envelope are the same shape and arrangement as the holes in the warning letter. And if you fold the letter in thirds and place it in the envelope, the holes line up. As for what made the holes, I believe it was this. Ah, jetzt weiß ich auch, was jetzt stimmt. Ich habe mich ja gefragt, wo denn diese drei Löcher herstammen, warum da drei Löcher drin sind überhaupt. Jetzt weiß ich aber, es ist mir jetzt gerade gekommen. Genau, Phoenix erwähnt es jetzt auch, diese drei Löcher. Er glaubt, dass die daher kommen, und zwar von dem Pfeil. Den haben wir ja auch bekommen. Das ist ja auch eine Waffe von Lady Kira, die sie immer benutzt hat. Und die Pfeilspitze ist ja hier so dreigeteilt, wie so ein Dreizack oder sowas. Und da kommen die her. Take that! Take that! They were made by this Warbird Arrow. One of the weapons favored by Lady Kira. Das habe ich nicht gecheckt vorher. Das ist mir jetzt wirklich gerade eben erst aufgefallen. Das habe ich davor nicht zusammengefügt, dass die Löcher daher kommen könnten. Aber ja. The warning was folded in thirds, placed in the envelope addressed to the High Priest, and delivered to your husband on the points of this arrow. Na! Unlock successful. Yay! Erfolgreich aufgebrochen oder aufgestoßen oder so. So, trust in me. Erzähl uns alles. Are you ready to tell me the truth now?
Es tut mir auch ein bisschen leid, dass wir so hart jetzt mit ihr ins Gericht gehen, weil sie ja immerhin ihren Mann gerade erst verloren hat, aber wir müssen halt alles erfahren. I admit the warning was sent to my husband, but he was not an insurgent. Then why did you keep it a secret? Because the authorities might have suspected him of being one if I hadn't. I guess that makes sense. If the rebel hunter was after him, I can see how people might at least suspect. We are a cry in this kingdom, as such rising up against the monarchy is the same as blaspheming Karayanism itself. Your husband was a devout priest of Karayanism, and you feared that his good name would be tarnished if the warning went public. Yes. Makes sense. But is it the honest truth? What if the high priest really was a rebel? The rebel hunter would have had a motive to kill him. Still. Schon komisch, ja? This just doesn't feel like the right time to ask her about it. Okay, dann reden wir erstmal über die Warnung. Could I tell you a little more about the warning? It arrived about 3 days before the purification rite. When we woke that morning, it was already there by the side of our bed. It was by the side of your bed? Yes, we had the whole house locked up tight. And yet someone still managed to slip in. Boy, it was so frightening, wasn't it, dear? But you didn't contact the police. Because you didn't want him to suspect your husband of being a rebel. That's right. If only we had told the police, maybe Terrasse would still be alive today. Oh. Oh, lovely wife. No need to fret, my dear. Oh. Ist aber schon ein bisschen komisch, dass sie da so viele Bilder von ihm hat in allen möglichen Lagen und mit verschiedenen Emotionen. My only regret is that I left you all alone. Barb, Ted, that is quite enough. Yes, you're probably right. Mrs. Inmi, I'm sorry to have bothered you at such a difficult time. Don't be silly. I'm happy if I have helped. Your benevolence. May you swiftly shine light upon the truth. Barbed head. You seem bent on casting suspicion upon Lady Kira. And by doing so, you seek to deflect the blame from the real killer, Maya Faye. That is the only logical conclusion. I'm in no position to disprove her at this point. If only I could find something to support my theory that the High Priest was a rebel. The only other person who might know more about Abbott Inmi would be Maya. They might be done questioning her by now. Maybe I stop by the detention center. Aber das stimmt doch gar nicht. Es gibt doch auch noch diesen einen Schüler von ihm oder so. Dieser komische Akolyt oder so. Der weiß doch bestimmt auch noch ein bisschen was über ihn, oder? My mother has said what now? It seems I must go. Na endlich. Did something happen? Das hat sie nicht gehört. Yes, my mother has decreed that a rite shall be held for the high priest's passing. And that she shall conduct the prayer of lament therein. Her eminence has so decreed, has she? Oh, but she should not concern herself with a humble priest like my husband. No, it is only natural considering his meritorious service. The rite will be held at the palace. Ja, to accompany me there at once, Lady Belieb. Thank you, your benevolence. My husband is most delighted too. How wonderful for you, Mrs. Inmi. A direct decree from the Queen. That must be quite an honor. Was genau ist Decree? Also ich habe das jetzt schon gecheckt. Moment, warte kurz. Ein Dekret. Na super. Behördliche oder richterliche Verfügung, Beschluss oder Verordnung, laut Dun. Das heißt halt einfach nur, da soll jetzt so eine Trauerfeier stattfinden und die Königin ist halt auch da und trauert auch mit und sowas. Das soll das, glaube ich, im Prinzip ausdrücken. Barthead, you are coming as well. Huh? But I don't have much time left to investigate. As the one charged with monitoring you, you must remain within my sight at all times. Besides, it will take but a moment. Now come along. Arguing the point will probably just make things worse for me. I'd better let her have her way this time. Okay, wir müssen mitkommen zur Trauerfeier. Oder zu diesem Dekret. So, 10. Mai. Garen Palace. Audience Chamber. Ist da ein Wortwitz? Garen? Garan? Keine Ahnung, vielleicht.
Ach, die heißt so. Okay. Ja, jetzt habe ich es nicht gelesen. Verdammt. Welcome Lady irgendwas. So, die Königin höchstpersönlich. Hi. Und der andere Typ stand auch wieder daneben. Das ist aber nicht der König, der andere Typ, ne? Das, aber ich meine, der gehört da ja auch dazu. Das ist ja derjenige, ich weiß nicht mehr genau, was seine exakte Bezeichnung war von diesem anderen Typen. Aber der sorgt ja dafür, dass die Gerichtsverhandlungen so ablaufen, wie sie eben hier ablaufen in Corian. Mit der Divination Seance und dem ganzen Käse. Ja. So, das ist the Queen of Corian. What is wrong with you, barbed head? Show some respect. Huh? Oh, should I bow or prostrate myself? No, it is quite all right. Stay as you are. Mother. Your Eminence, I would like to give thanks to you. You honor both me and my husband. His exemplary service deserves to be honored. Oh, but what a terribly trying time this must be for you, Lady Bilib. May my prayer comfort your soul and that of your dearly departed husband. Nothing would please me more. Oh, your Eminence, your words are wasted on my humble husband and I. Sniffle. Now that's what I call a commanding presence. So, you are the lawyer of whom my daughter speaks. Oh God. Yes, your Eminence, I'm so very honored to make your noble acquaintanceship. I'm humbled to bask in your resplendence. Did I overdo it? I have no idea how to talk to a queen. May the Holy Mother's blessing be upon you. Now then, Lady Bilib, let us go to the Chamber of Prayer. Rafer, you are to accompany us too. Yes, Mother. Ja, es ist ihre Mutter. Ja, auch logisch, wenn sie die Prinzessin ist. Wundert mich nur, dass sie halt zu dem Bild nichts gesagt hat, das wir bei den Indies gesehen haben. Wow, the Queen is seriously something else. The Prayer of Lament, huh? Hi. Don't see how that'll do any good. It's Justice Minister Inga. Justice Minister war sein Titel. Hm. Who are you, buddy? Nice to see you again, Minister Inga. Again? Have we met? I'm Phoenix Wright. We met in the accused lobby the other day. Oh, right. But it was you checked here. You're that lawyer who brought my daughter down a peg or two. Doch, er ist der König. Tatsächlich. Der Mann von der Königin halt. Your daughter? Yeah, Rafer. He's Princess Rafer's father? So he's Queen Garen's husband? You're planning on sticking your fat nose in this mess too? Der spricht aber nicht wirklich wie ein König, ehrlich gesagt. Die Königin schon eher. The accused is a good friend of mine. Like I said the last time. Better watch yourself, see? Do you mind if I ask you a few questions? To question me? That would be great. You got balls for a lawyer. Guess I can play along a bit. But I got things to do, see? So we'll have to talk while I work. Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir mit ihm reden dürfen. Darf ich mich umsehen? Hier Sachen anfassen. Im Palast. Geht das? Hey, keep your paws off that stuff over there. It's all pretty pricey. More than you could possibly imagine, Nightmaker. Yeah, I'd better keep my hands to myself. Okay, wir dürfen uns nicht umsehen. Über den Vorfall können wir reden. Okay. Aber, das ist doch wieder ein perfekter Cliffhanger-Moment. Ich würde sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Beim nächsten Mal sprechen wir hier im Palast mit hier komischen Ingar-Typen. Dem König von Corian anscheinend. Der sich aber nicht wirklich wie ein König verhält. Die Königin, wie gesagt, verhält sich eher wie tatsächlich eine Königin. Eher nicht wirklich. Aber mal gucken, was er uns alles zu erzählen hat beim nächsten Mal. Das ist jetzt eine Wendung, die ich nicht ganz erwartet habe, dass wir hier im Palast sind, die Königin treffen und ihn mit ihm sprechen. Bisschen seltsam, aber ich bin gespannt, wie es ja weitergehen wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.